Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's, euer AJ. Ja, ist wieder Dienstag. Zumindest noch. Muss dazu sagen, etwas verschwitzt, dass ja heute wirklich Dienstag ist. Ja, aber frisches neues Thema. So wie jede Woche natürlich. Diesmal aber auch nicht themenfrei. Nicht so wie zwischendurch sonst mal. Diese Woche geht es um das Thema Konfrontationen mit dem Körper in sämtlichen Situationen. Was tatsächlich in so einer Situation manchmal wirklich, ja, die ein oder andere Komplikation tatsächlich auf sich bringen kann. Ja, zum Beispiel Fitnessstudio, sage ich jetzt mal. Muss man sich ja umziehen. Und die ein oder andere geht ja, so wie ich zum Beispiel, auch schon in die Männerumkleide. Ja. Zum Beispiel habe ich nur einen Binder, der knapp bis unter die Brust geht. Damit es angenehmer ist, wie auch immer, keine Ahnung. Und weil ich ihn da habe. ja. Umziehen. Gerade auch wenn man zum Beispiel enge Boxershorts anhat oder sowas beim Sport. Viele, gut, ziehen sich zu Hause schon um, gehen dann schon in Joggingpeitsche dorthin oder was, keine Ahnung, sage ich jetzt mal. Ich persönlich bin eher so derjenige, der sich gerne dort umzieht, weil ich nicht in meinen verschwitzten Klamotten wieder zurück nach Hause latschen will. Am Anfang musste ich tatsächlich sagen, ja, so ein Unwohlgefühl, sage ich jetzt mal, ist zwar heute immer noch nicht ganz weg, klar, weil, ne, ständige Angst, nenne ich es jetzt mal, gefragt zu werden, warum man das Ding noch trägt und so dieses Selbstzweifel, ob das wirklich auch alles abbindet, so dass man es halt nicht sieht. Ja, ist auch so eine Konfrontationsgeschichte, der irgendwann aber zum Glück natürlich auch ein Ende findet. Dann zum Beispiel Schulsport. Viele gehen ja auch noch zur Schule. Und wenn jetzt zum Beispiel noch ungeoutet zum Beispiel oder schon geoutet, darf aber nicht in die Jungsumkleide, ist natürlich auch eine körperliche Konfrontation, wenn man sich dann umziehen muss. Was auch nicht unbedingt prickelnd ist. Egal, ob man sich dann jetzt bei den Jungs oder bei den Mädchen umziehen soll. Und bei den Mädchen fühlt man sich in seinem Körper dann nicht wohl, weil man halt ein Mann ist. Und bei den Jungs würde man sich nicht wohlfühlen, weil, oder würde ich zumindest nicht wohlfühlen, allein wegen dieser Umziehgeschichte, sage ich jetzt mal. Ja, Konfrontation mit dem Körper gibt es dann zum Beispiel auch, wenn man baden geht oder duschen. Dann ist man gezwungen, damit konfrontiert zu werden, dass man das sieht, was man halt nicht sehen will. Was dann auch zu einer kopfmäßigen Pleite führen kann, wie ich immer gerne zu mir selber sage. Ja, ist halt dann auch nicht ganz so prickelnd, wenn man dann sieht, was man dann unter den Klamotten hat. Dann will man einfach nur noch schnell fertig werden und Hauptsache die Klamotten sind wieder an. Ja, ganz schnell und ganz fix. Zumindest so schnell wie geht natürlich. ja. Dann zum Beispiel auch, wenn man sich natürlich dann umziehen muss. Abends kommt nach Hause, will sich fürs Bett fertig machen. Man muss den Binder ausziehen, weil das Dingern sollte man natürlich nachts nicht tragen, wenn es sich unbedingt vergessen wird. Oder wie in meinem Fall, man möchte nicht, dass andere sehen, was man hat. Und man lässt das Ding nachts einfach an. Ich weiß, es ist nicht gut, aber manchmal ist es dann halt leider nicht vermeidbar. Konfrontation. Zum Beispiel auch beim Sex, zum Beispiel. Bei den Gelüsten. Wie man so schön sagt. Gut, jeder ist in der Hinsicht natürlich anders. Viele sagen dann so, okay, ich kann es zulassen, dass man mich berührt zum Beispiel oder anfasst bei
gewissen Stellen. Gibt dann aber auch viele, die können das zum Beispiel nicht. Bei mir ist es, bis ich eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen habe mit der Person, sage ich jetzt mal, kann ich weder mein Oberteil noch ja, Boxershorts zum Beispiel ausziehen. Boxershorts konnte ich glaube, bis jetzt nur bei einer Person ausziehen. Vielleicht auch maximal zwei. Das ist so meine Konfrontationsgrenze, sag ich jetzt mal. Klar, genießt man es dann trotzdem, dass man dann zum Beispiel, wenn die Boxershorts oder das Oberteil an ist, berührt wird. Klar, das ist schön, das ist eines der natürlichsten Dinge der Welt. Aber es ist schwierig, damit umzugehen. Gibt vielleicht viele, die genauso denken. Vielleicht aber auch viele, die sagen so, okay, während dieser Geschichte oder während dieser Situation kann man damit umgehen oder besser umgehen, weil man halt an was anderes denkt. Oder dann halt auch im Endeffekt mehr oder weniger, ja, abgelenkt ist oder so, keine Ahnung. Aber gut. Jedem so wie bei ihm, ne? Sag ich jetzt mal. Dann für viele leider immer noch Konfrontation einmal im Monat mit dem Körper. Ich glaube, jeder von euch weiß, was ich jetzt meine. Wenn nicht, nenne ich es jetzt mal die Pestilenz des Monats. klar, viele, die jetzt zum Beispiel schon auf Hormone sind oder so, haben das nicht mehr. Viele aber leider doch noch. Ich bis vor kurzem auch noch. Konfrontationen, die einen immer begleiten. Viele Konfrontationen natürlich auch trotz alledem nach der Transition, also wenn man komplett fertig ist, sich wohlfühlt, weil jeder möchte ja nicht unbedingt auch den Aufbau lassen, zum Beispiel nur Gebärmutter entfernen, damit sie halt gewisse Dinge nicht mehr kriegen. Und halt Eierstöcke und die Brust natürlich entfernen. Lassen dann aber den Aufbau nicht machen. Sind untenrum halt dementsprechend immer noch so, wie sie waren. Und werden damit trotzdem noch konfrontiert. Weil, naja, die Konfrontation des Körpers ist ja nicht nur unbedingt immer auf den Körper bezogen. Sondern zum Beispiel auch auf Beziehungen. Wenn man jemanden kennenlernt, die Frau sieht einen als Mann. Und wenn man natürlich noch den Aufbau noch nicht hat, oder auch nicht wollte, wie auch immer, ist man wieder gezwungen, mit dem Körper zu konfrontieren, indem man es der Person, wenn es denn auch ernster wird, es ihr zu erzählen. Außer man verschweigt es und hat einfach nie Sex. Das ist auch möglich. Aber ich glaube, alleine die, die auf Hormone sind oder schon auf Hormone sind oder auch schon ohne Hormone so waren, wissen, dass das echt schwierig ist. Kein Spaß zu haben. Ich nenne es mal so. Ja, so viel zum Thema Konfrontationen mit dem Körper in allen Situationen, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Könnt ihr mal erzählen, wie eure Konfrontationen so waren oder ob ihr auch irgendwas dazu zu ergänzen habt, zum Beispiel. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, wenn es heißt New Week and New Thema. Ich weiß nicht, was es auf Englisch heißt, also, ne? Ja, würde ich sagen, euch noch eine schöne Nacht, weil es ist ja schon fast Mittwoch. Entschuldigung. Und dann bis nächste Woche. Ciao.